Servus und guten Morgen, Franz. Morgen Abend ist soweit, über 5000 Zuschauer erwarten wir. Wie fühlt es sich an? Vorfreude steigt, oder? Morgen, Marco. Ja, die Vorfreude ist riesengroß. Ich habe schon, wenn ich hier stehe und hinter mir sehe, weiß ich schon, dass ich morgen Gänsehaut haben werde, wenn es hier langsam losgeht, wenn sich langsam die Halle füllt, ja, und das Warm-up beginnt und langsam die Gesänge hier starten. Bis dann hin, wenn die Mannschaft einläuft und das erste Bulli fällt. Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Das hört schon mal vielversprechend an. Ja, wie schätzt du denn die Verstärkung der anderen DLL-Clubs ein? Ich denke, die Liga ist nochmal deutlich stärker geworden. Alle Mannschaften sind aware, egal ob die Spitzenmannschaften oder die Mannschaften, sagen wir, ab Platz 7. Jeder weiß, dass sie besser spielen müssen als letzte Saison, um ihre Ziele zu erreichen. Und es wird von Tag 1 um jeden Punkt gehen. Ja, toll. Ja, wie schätzt du denn die Stärke von unserer Mannschaft ein? Was kann denn die Stärke werden für unsere Mannschaft? Ja, wie gesagt, wir haben ein neues Motto vom Club ausgegeben. Wir haben dieses Jahr nicht mehr auch immer noch das Ziel gekommen, um zu bleiben, in der Liga zu bleiben. Aber wir haben es noch mal ein bisschen erweitert, unser Motto. Sprich, alles ist möglich, aber jeder Punkt zählt. Und ich denke, nach wie vor die mannschaftliche Geschlossenheit muss eine große Stärke von uns sein. Der Team Spirit, gepaart mit einer professionellen Struktur und mit einer Weiterentwicklung während der Saison, sprich, dass uns nicht wie letztes Jahr dann irgendwann nicht nur die Luft, sondern auch die Ideen ausgehen, sondern wir müssen uns kontinuierlich weiterentwickeln, weil um wieder Ähnliches punktemäßig zu erreichen, müssen wir definitiv besser spielen als letztes Jahr. Okay, wie wichtig wird das erste Spiel morgen sein für das gute Gefühl der Truppe? Ja, erstes Spiel ist immer sehr, sehr wichtig. Klar wird eine gewisse Nervosität bei beiden Mannschaften, denke ich, da sein. Aber ich denke, unsere Fans werden uns überragend unterstützen, morgen uns pushen. Und wir wissen, dass wir morgen sofort punkten wollen. Wir wissen aber auch, dass es morgens das erste Saisonspiel ist und Iserlohn um jeden Zentimeter Eis kämpfen wird. Und da müssen wir dagegen halten. Und nur dann werden wir auch punkten. Ja, wir treffen jetzt am Wochenende auf zwei Mannschaften, die hinter uns gelassen wurden letztes Jahr, also mit Iserlohn und Augsburg. Ja, wie schätzt du es ein? Ja, letzter ist letzter, dieses Jahr ist dieses Jahr, würde ich mal sagen. Augsburg ist eine Mannschaft, die sicher aus der letzten Saison viele Lehren gezogen hat. Sie sind Gründungsmitglied, glaube ich, der DL, sind immer schon dabei. Hätten sicher nie damit gerechnet, dass sie mal in so einen Strudel kommen. Und ich denke, die werden von Tag 1 heiß sein, auch mit ihrer Festung, kurz Frenzenstadion. Die Fans werden sie am Anfang sicher unterstützen. Wird sicher ein sehr schwieriges Spiel direkt in Augsburg. Iserlohn ähnlich, zwar letztes Jahr ganz knapp hinter uns gewesen, darf man ja auch nicht vergessen, war ganz knapp. Auch neue strukturierte Mannschaft, ganz junge Mannschaft, die heiß sein wird, die alles rausholen wird, die kämpfen wird. Ich erwarte dir ein ganz, ganz heißes Wochenende. So, vielen Dank für deine Statements, dann freuen wir uns morgen aufs erste Spiel. Ich freue mich auch, vor allem auf unsere Fans auch, wenn wir uns hier morgen wieder sehen. Vorfreude ist groß. Danke.